nochmal. Diesmal bremse ich sicherheitshalber schon bei 200 Meter. Das Auto ist super nervös. Wenn ich schon auf der Bremse nicht gebacken bekomme, und auf der Bremse bin ich ja normalerweise gut. Also zumindest wenn es ums Retten geht. Aber wenn ich nicht mal das schaffe, dann wird es sehr, sehr schwierig mit diesem Fahrzeug. Bin ja auch selber schuld, warum muss ich dieses Fahrzeug wählen? Man muss da schon extrem dagegen halten. Extrem sanfte Lenkbewegungen müssen daher. So, die Lackierung kennen wir da vorne. So, und jetzt mal die Gerade herunterheizen. Mal schauen, wie schnell wir werden. Ha, ich habe einen besseren Topspeed. Aber auch nur minimal. Aber immerhin. Der GT40 hängt an mir wie eine Klette. Darf einfach nicht zu heftig lenken, weil sonst bricht er aus. Deshalb fahre ich lieber in die Wand, als ob ich korrigiere.
So, dann mal schön Windschatten ziehen. Ja, der Lambo hat noch ein bisschen mehr Topspeed. Dass das ein Shelby ist, habe ich mir schon gleich gedacht, von Anfang an. Wegen dem Topspeed. Ja, natürlich. Dankeschön. Scheiß GT40, Mann. Hat sonst nichts Besseres zu tun. Gewinnt sonst kein Rennen, offenbar. Nein, ganz klar, das nächste Mal nehme ich den RX 500. Auch ein Idiot. Fährt mir genau vors Maul. Genau vor die Schnauze. Ah, meine Fresse! Das elende Mistkerl. Meine Fresse, was ist denn los jetzt plötzlich? Die fahren mir alle ins Heck. Was soll das? Was soll der Scheiß? Meine Güte. So. Sollte ich auf der Geraden zumindest davon ziehen können. So, wenn mich noch einmal jemand rammt, dann ramme ich zurück.
So, jetzt bin ich gespannt, wie schnell ich auf der Geraden bin. Der Ford GT40 kann mir gerne hinterherfahren, aber irgendwann wird er vom Topspeed auch nicht mehr mithalten können. So, letztens war bei 270 Schluss. Und jetzt? Ah, geht locker weiter. So, zumindest eine Person zwischen mir und dem GT40. Das ist gut. Gewesen. Ah, verdammt! Und schon ist der GT40 vorbei und nervt mich wieder. Trotzdem geschnappt, hä? So, jetzt geht's auf die Jagd nach dem Lambo und dem Shelby. Der Lambo ist trotzdem schneller. Krass. Ah, und schon wieder ist der GT40 vorbei. Meine Fresse, das nervt. So, jetzt nur nach vorne bleiben. Puh, das wird jetzt knapp. Weil die sind schneller in der Beschleunigung. Nicht unbedingt von Topspeed, aber von der Beschleunigung.
So, jetzt wird nur noch der Lamborghini eine Bedrohung sein. Hab ich zumindest gedacht. Scheiße, war das knapp! Ui. Gerade noch so gewonnen. Gerade noch so. Wow. Nee, klar wie Kloßbrühe. Also ich nehme jetzt den Mazda. Der ist zwar ein bisschen schwerer und hat nur einen Saugmotor, aber dafür ein exquisites Handling. Nur leider hässlich wie die Nacht. Also, dann schauen wir mal. Wir lassen das fürs erste Mal so. Nur das Getriebe ändern wir mal. Ein weiterer Gang ist natürlich ganz von Vorteil. Und dann werden wir ihn mal auf 320 einstellen. Man weiß ja nie. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber ich will ja auch vom Topspeed her auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. So. Das sollte passen. Boah, ich habe keine Ahnung, wie die Strecke geht. Das ist natürlich auch nicht vom Vorteil. Ja, einfach mal zwei Kurven und zweimal einen Scheitelpunkt verpasst. Komm schon wieder zurück auf die Straße. Gut. Thank you.
Verdammt! Ah, verdammte Scheiße!